Bonjour à tous. Recht herzlich willkommen in unserer Sendung. Der Gunnar und ich, wir begrüßen Sie heute aus einem besonderen Wald, der bei uns gar nicht mehr so häufig ist. Das sieht alles ganz normal aus, ist aber nicht. Das hier ist ein Auwald. Dieser Auwald, das ist ein echter Lebenskünstler. Der steht gerne am Fluss. Er mag Überschwemmungen, das ist für ihn wie Badetage. Und deswegen ist er eigentlich perfekt für den Hochwasserschutz. Und diese Fläche, die das Hochwasser abfangen sollen, heißen Polder. Sie sollen vermeiden, dass die Städte überschwemmt werden. Wie hier zum Beispiel. Das ist der Polder von Altenheim in der Nähe von Offenburg am Rhein, nah an der französischen Grenze. Den hat man vor 20 Jahren zusammen mit einem Auwald künstlich angelegt. Um das Wasser des Rheins aufzufangen, den der Mensch ja begradigt hat. Und dabei sind ziemlich viele ehemalige Auwälder ausgetrocknet. Das Problem ist jetzt, wenn so ein Wald erstmal hinüber ist, dann ist es schwierig, ihn wiederherzustellen. Deshalb wollen wir uns heute genau anschauen, wie und ob das genau funktioniert. Und nicht nur hier am Rhein, sondern auch 350 Kilometer entfernt von hier an der Donau in Neuburg. Denn dort versucht man auch, einen echten Auwald künstlich hinzubekommen. Und dazu braucht man zuerst mal Wasser. Juni 2010. Noch ist dieses Bachbett bei Neuburg an der Donau im Süden Deutschlands trocken. Kurze Zeit später gehen die Wehre auf. Eine erste Flutwelle voller Erde, Steine und Schwebstoffe aus der Donau bahnt sich ihren Weg. Nur noch ein paar Korrekturen, dann kann das Wasser seine Arbeit tun. Es soll den jahrhundertealten Wald wieder zu dem artenreichen Auwald machen, der er einst war, mit einer unnachahmlichen Vielfalt an Leben. Eine Staustufe macht diese Renaturierung nötig. Wegen ihr hat man die Donau begradigt und den Auwald von ihrem Wasser abgeschnitten. Acht Kilometer ist der Bach lang und soll wieder neues Leben bringen. Das Wasser fließt um die Neuburger Staustufe herum durch den Wald und mündet an zwei Stellen wieder in die Donau. Der Bach bringt nicht nur Wasser, er wird den Wald auch umgestalten, indem er Geröll verschiebt. Wie er das macht, will der Geograf Peter Fischer wissen. Er hat eine sogenannte Geschiebefalle eingesetzt, um zu sehen, wie viele Steine der Bach tatsächlich bewegt. Nach 6 Wochen ist die Falle bereits gut gefüllt. So. Also so soll es eigentlich ausschauen. Da sieht man jetzt ganz schön die Korngrößen. Ein Stück weit wird der Bach das transportieren. Wenn die Fließgeschwindigkeit nachlässt, reicht die Kraft nicht mehr aus, es mitzuführen. Dann lagert das ab und dann entstehen beruhigtere Bereiche, Kiesbänke, Sandbänke. Und so entstehen unterschiedliche Lebensräume. Genau das, was ein Auwald braucht. Der Bach funktioniert also gut und hat sogar die Kraft, Bäume umzuwerfen. Bach ist das schön, oder? Wie Sie sehen können, gibt es so einen Bach auch hier im Polder Altenheim am Rhein. Und der spendet nicht nur Leben. Der zieht tatsächlich auch Touristen an, zum Beispiel so Bötchenfahrer wie uns beide. Mal feucht, mal trocken. Diese Besonderheit des Auwaldes bietet Tieren und Pflanzen ganz viele verschiedene Wohnmodelle an. Und die Tiere und Pflanzen, die das überleben, sind Spezialisten, die sich in einem normalen Wald nicht wohlfühlen. Also nur hier überleben können. Jetzt wieder zurück zu unserem Noch-Möchte-Gern-Auwald in Neuburg. Dort fließt der neu geschaffene Bach ja immerhin schon seit 3 Jahren durch den Wald. Und natürlich sind die Forscher, die diese Renaturierung geplant haben, scharf drauf zu wissen, ob der Wald wirklich wieder ein Auwald wird. Und wir auch. Ein Rückblick. Sommer 2010. Kurz nach den Fluten des Bachs.
Der Vegetationskundler André Schwab untersucht den Uferbereich. Noch ist er fast völlig kahl. Aber wenn man genau hinschaut, zeigen sich bereits die ersten Pionierpflanzen. Mit Hilfe eines Pfostens und einer Schnur markiert André Schwab die Flächen, die er in den nächsten Jahren immer wieder untersuchen will. Quadratmeter für Quadratmeter schaut er, was dort wächst. Weiden findet er unter anderem, Löwenzahn und Sauergräser. Haben wir Carex sylvatica, Salix cabria, Salix alba. Der Rohboden ist typisch zum Beispiel hier ganz deutlich mit dem vielen Kies. Er wird sich also wesentlich stärker erhitzen. Es ist wesentlich mehr Licht da als in einem Wald zum Beispiel. Er trocknet auch stärker aus. Und all diese speziellen, also auch vor allem schwierigen Standortfaktoren, die sind wiederum Anlass, dass sich die üblichen Pflanzen nicht ansiedeln können, sondern nur eben Spezialisten. 3 Jahre sind vergangen und die Umgebung des Bachs hat sich verändert. Das zeigt sich besonders in seinem oberen Abschnitt. André Schwab untersucht jetzt den Uferbereich erneut. Am selben Fleck wie 2010 kontrolliert er die Pflanzen. Doch der alte Markierungspfosten ist abgebrochen. Er muss einen neuen einschlagen. Ich muss noch ein Stück weiter vor. Mit dem Ergebnis ist er ziemlich zufrieden. So ist richtig. Okay, Bestandshöhe haben wir hier, ich würde sagen 60. Eine Gesamtdeckung von der Kraut 50%. Dann haben wir hier eine erste Weide, Salix alba. Die ist sehr schön, die gehört zu der typischen Flur. Eschen siedeln sich an, Ahornleiter, Huflattich. Was sich sehr schön zeigt, ist, dass sich Weiden ansiedeln. Und auch gerade entlang des Ufers bilden sich diese typischen Zweizahnfluren, die eben sehr typisch sind für so einen Gewässerverlauf. Wir hoffen, dass sie auch auf die Dauer bestehen bleiben können. Der Bach hat Kiesinseln geschaffen, auf der jetzt Pflanzen wie der dreiteilige Zweizahn und das Rohrglanzgras gedeihen. Ein gesunder Auwald verfügt über ein Mosaik verschiedenster Lebensräume und damit Lebewesen. Kurze Zeit nach der Flutung des Bachs beginnen die Fischbiologen ihre Untersuchungen. Sie betäuben die Fische mit Gleichstrom, sodass diese leicht ins Netz gehen. Nach kurzer Zeit erholen sie sich wieder. Der neue Bach ist eine einmalige Gelegenheit, die Besiedelung eines Gewässers von Anfang an wissenschaftlich zu begleiten. Es steht zu erwarten, dass bei einem Projekt von der Größenordnung sich die Ergebnisse sehr gut übertragen lassen auf weitere Donau-Staustufen, die wir haben, vielleicht sogar auf Staustufen an anderen großen Gewässern. Und da erwarten wir uns eigentlich schon sehr konkrete Anhaltspunkte, wie der Bau solcher Gerinne ausschauen kann und vor allem, wie schnell und unter welchen Bedingungen diese Gerinne dann von welchen Fischarten auch immer besiedelt werden. Nach dem Fangen werden die Fische gemessen und gewogen. Ein Rotauge, 16,5. 53. Eine kleine Nase. Die Forscher sind erstaunt, wie viele verschiedene junge Fische sie gefangen haben. Das ist ein Zeichen für die gute Qualität des Baches. Um herauszufinden, wie sich die Lebensbedingungen im Wasser entwickeln, entnehmen die Wissenschaftler Proben vom Grund des Gewässers. Und sie suchen nach den Kleintieren, von denen sich die Fische ernähren. Insgesamt sind die Biologen mit dem vielfältigen Leben im Bach für den Anfang zufrieden.
Also als Resümee vom ersten Forschungsjahr können wir sagen, dass es eine sehr schnelle und rasche Erstbesiedlung des Gerinnes gab. Also es ist so, dass alle Strecken des Gerinnes, des Umgehungsgerinnes besiedelt sind mit arttypischen Individuen, die auch in Fließgewässern so vorkommen. Im Moment gehen wir davon aus, dass diese Besiedlung auf hohem Niveau weiterläuft. Es kommen also in den weiteren Forschungsjahren vermutlich noch Arten hinzu. Doch die Hoffnung der Forscher erfüllt sich in den folgenden Jahren nicht. Bei neuen Untersuchungen finden sie viele Jungfische, die gerade erst geschlüpft sind. Und sie finden auch sehr alte, ausgewachsene Fische, die zum Ableichen hierher kommen. Aber wo sind die Fische im Alter dazwischen? Schwimmen sie die Donau hinab und verbaut ihnen die Staustufe Ingolstadt den Rückweg? Die Schnittstelle zwischen Donau und Bach macht also noch Sorgen. Wir sind jetzt auf dem Weg zu Ulrike Pfarr. Sie ist zuständig hier für dieses Hochwasserschutzprojekt am Rhein. Sie wird uns ein paar interessante Stellen im Auwald zeigen. Bei der Flutung war das Wasser sogar höher als diese Latte. Ein natürliches System künstlich herzustellen, das ist also gar nicht so einfach. Das hatten wir uns vorher auch schon gedacht. Jetzt wollen wir uns mal anschauen, welche Erfahrungen man hier diesbezüglich am Rhein gemacht hat. Wobei man sofort sagen muss, der Ursprung dieses Auwaldes war gar nicht der Naturschutz, sondern der Hochwasserschutz. Frau Pfarr, was hat man sich damals gedacht? Damals wurde dieser Rückhalteraum gebaut, wirklich rein für den Hochwasserschutz. Man hat beim Probestau aber dann gemerkt, dass es erhebliche Schäden gibt an dem Wald, am Ökosystem, wenn man nicht irgendwas in ökologischer Sicht verbessert. Mhm. Einen richtigen, echten Auwald mit all seiner Dynamik werden wir in einem Polder nie hinkriegen. Aber wir werden sehr nah an das System kommen. Mhm. Wichtig für uns ist, dass wir das Wasser nicht nur im Hochwassereinsatzfall haben, weil das passiert nur alle 10 Jahre, sondern dass dazwischen auch Wasser hier durch die Wälder fließt. Und das tun wir, indem wir kleinere Hochwasser nutzen und diese hier durch den Raum führen. Wir haben im Laufe der vielen, vielen Jahre, die wir hier im Betrieb sind, deutlich dazugelernt. Ein ganz klassisches Beispiel. Es ist ja wichtig im Auwald, dass das Wasser strömt. Mhm. Und auch in einem Polder ist es wichtig, dass das Wasser immer fließt. Sonst hat man einen Sumpf quasi. Ja, das Problem ist mehr, wenn Wasser durch die Vegetation fließt und dann an Hindernisse kommt und stehen bleibt, dann erwärmt sich das Wasser und dann geht die Vegetation kaputt. Mhm. Das ist der Sauerstoff, der geht dann weg in dem Wasser. Und das führt zu den Schäden. Da haben wir einfach Wege teilweise wieder durch Furten tiefer gelegt, sodass das Wasser jetzt schön ständig strömen kann. Das bedeutet, der Mensch muss hier immer noch die Kontrolle behalten. Wichtig für uns sind die ökologischen Flutungen, dass zum Beispiel auch das Wild lernt, von wo das Wasser kommt. Damit sie durch diese regelmäßigen Wasser im Wald wissen, wo sie rausgehen können, wo sie den Wald verlassen können, wo sie flüchten können, wenn dann auch wirklich der Hochwassereinsatz kommt, der ja noch viel, viel höher überflutet wird. Mhm. Sagen wir erstmal Dankeschön. So eine ökologische Flutung, die hätte man in Neuburg an der Donau auch gerne. Dort dürfen die allerdings nur durchgeführt werden, wenn ein sogenanntes mittleres Hochwasser herrscht. Und die gibt es gar nicht so oft, wie man erstmal denkt. Für solche ökologischen Flutungen wurde am Donauufer ein spezielles Wehr errichtet. Es soll in kurzer Zeit möglichst viel Wasser in den Auwald lassen. Noch sind die Tore geschlossen. Sie gehen auf, sobald die Donau mindestens ein kleines Hochwasser führt. Dann soll sich eine bis zu 50 Meter breite Flutwelle durch den Wald schieben. Sie wird den Auwald weiter verändern, vor allem entlang des Bachbetts. Wie sich das Gelände bei einer ökologischen Flutung entwickelt, untersucht Peter Fischer mit Hilfe eines Laserscanners. Der Scanner schickt ein Signal aus und misst die Zeit, bis dieses auf ein Objekt trifft. So lässt sich die Lage von fast jedem Stein dreidimensional darstellen.
Hier an der oberen Bachmündung ist die Strömung so stark, dass das Ufer ständig bröckelt. Mit Hilfe des Scanners kann Peter Fischer jede noch so kleine Veränderung festhalten. Für Tiere ist diese Erosion ideal. In den offenen Hängen brütet zum Beispiel der seltene Eisvogel. Bevor die Flutung kommt, untersuchen die Fischbiologen einen kleinen Teich. Er ist typisch für einen Auwald, erwärmt sich schnell und der Sauerstoffgehalt schwankt stark. Entsprechend finden die Biologen hier Fische, die damit gut zurechtkommen. Um die Fische besser sehen zu können, tragen die Biologen Brillen mit besonderen Filtern, die die Spiegelung des Wassers vermindern. Durch die Renaturierung soll hier über die ökologische Flutung immer wieder Wasser eingetragen werden. Und wenn Wasser eingetragen wird, werden auch Fische eingetragen. Und besonders interessant für uns ist da, wie diese Fische sich zwischen ökologischen Flutungen verhalten. Ob die praktisch dann einfach sterben und, oder von den Tieren im Auwald gefressen werden, von den Vögeln oder anderen Tieren. Oder ob die da einfach überleben und vor allem, wie viele Fischarten das sein können. Auch der Vegetationsökologe André Schwab wartet auf die Flutung. Er hofft, dass typische Auwaldpflanzen, die noch im Boden stecken, keimen und dass untypische Arten wie die aggressive Goldrute zurückgedrängt werden. Zurück am Rhein. Auch der hat, wie Sie mit eigenen Augen gefahrlos überprüfen können, zwei Ufer, ein deutsches hier auf dieser Seite und ein französisches. Und natürlich sind beide von Hochwasser im Zweifelsfall betroffen. Deswegen hat auch die französische Seite einen Flutpolder. Und die Kollegen dort, die haben mit ganz ähnlichen Problemen zu kämpfen wie die Wissenschaftler in Neuburg an der Donau. Und wir sind jetzt mit der Frau Professor Trémolière aus der Uni Straßburg. Wie funktioniert der französische Polder und erfüllt er seine Aufgaben? Also der Polder auf der französischen Seite hat drei Aufgaben. Die erste ist, die Welle eines Hochwassers zurückzuhalten. Und diese Aufgabe, denke ich, erfüllt er vollkommen. Dann gibt es noch zwei weitere Aufgaben. Einerseits die Gießen, also die ehemaligen Nebenarme des Rheines, wiederzubeleben. Sie wurden durch die Kanalisierung vom Rhein abgetrennt. Und die andere extrem wichtige Aufgabe aus ökologischer Sicht ist die ökologische Flutung. Hier sind die Ergebnisse weniger überzeugend, zumindest was die Wiederherstellung als Auwald betrifft. Hier auf der deutschen Seite wird ja mehrmals im Jahr ökologisch geflutet. Macht man das auf der französischen Seite auch? Auf der französischen Seite gibt es viel strengere Vorschriften. Zurzeit darf man den Polder Erstein nur einmal im Jahr ökologisch fluten. Diese Überflutung kann auch nur dann stattfinden, wenn der Rhein mehr als 1800 Kubikmeter Wasser pro Sekunde führt. So hatten wir in der ganzen Zeit insgesamt nur 2-3 Überflutungen. Und das hat nicht gereicht, um den Auwald auch nur annähernd wiederherzustellen. Das heißt, eine richtige Renaturierung des Auwalds findet eigentlich da nicht statt. Wenn man davon spricht, den Auwald wiederherzustellen oder ihn durch das Auf- und Ab des Wassers wenigstens zu beleben, dann ist die Antwort ein klares Nein. Die Dynamik der in den Polder eingebrachten Gewässer reicht nicht aus, um den Auwald wieder aufzubauen. Dafür hat dieser Wald eine andere, auch extrem interessante Funktion. Er reinigt das Wasser, das unter dem Wald durchfließt. Stickstoff, Nitrat und Phosphat, also die Nährstoffe, werden dem Wasser entzogen. Ich würde sagen, dass der Wald diese Reinigungsfunktion der unterirdischen Gewässer gut erfüllt. Sagen wir Dankeschön. Und wir halten fest, ein Auwald, der nur in Krisenzeiten Wasser bekommt, der bleibt dann doch einfach nur ein Auwalddarsteller. Deshalb haben sich die Wissenschaftler in Neuburg riesig gefreut, als endlich Wasser an der Donau war und die Toren aufgingen. Im Sommer 2012 öffnen sich die Tore, weil die Donau ein kleines Hochwasser führt. Die Wissenschaftler müssen sich jetzt beeilen. Bevor das Wasser das Gebiet überschwemmt, verankert André Schwab noch schnell Fallen, die Pflanzensamen fangen.
Und der Geograf Peter Fischer bringt mit seinem Kollegen einen kleinen Hubschrauber in Stellung. An ihm ist eine Kamera montiert. So erfassen die Wissenschaftler, wie sich das Wasser ausbreitet. Es ist nicht viel, was aus der Donau kommt. Die Forscher hatten sich mehr erhofft. Peter Fischer eilt zur nächsten Messstation. 4 Kilometer vom Flutungswehr entfernt wollen er und sein Kollege wissen, wie viel Wasser dort im Bach ist. Dazu kippen sie 1 Zentner Salz ins Wasser. Das Salz verteilt sich schnell. Jetzt müssen sich die Forscher wieder beeilen. Etwa 300 Meter bachabwärts messen sie den Salzgehalt und können so berechnen, wie viel Wasser von der ökologischen Flutung hier angekommen ist. Es ist etwas mehr als die Hälfte. Der Rest ist versickert. Selbst diese kleine Flutung verändert den Auwald. Wurzeln werden freigespült, neue Kiesbänke entstehen. Peter Fischer nimmt Geschiebeproben. Er fängt das Geröll auf, das vom Wasser bewegt wird. So kann er erforschen, wie sich die Flutung auf den Boden des Bachs auswirkt. Viel Zeit hat er nicht. Kaum einen Tag nach dem Öffnen der Wehre endet die kleine Hochwasserwelle der Donau und damit die künstliche Flutung des Auwalds. Täuscht es man nicht, weil man immer genug zu messen hat und es gibt immer genug zu tun. Man wünscht sich natürlich immer ein bisschen mehr. Aber auch so kleine Sachen sind immer gut, um so das Messprogramm einfach zu optimieren. Nach kurzer Zeit versickert das Wasser. Neue Kieshügel und Tümpel sind entstanden, die bald wieder austrocknen. André Schwab sammelt seine Samenfallen ein. Die Kunstrasenmatten sind während der Flutung überschwemmt worden und auf ihren Fasern hat sich Schlick festgesetzt. Später wäscht er die Matten aus. Über das ganze Gebiet hatte er 54 dieser Fallen verteilt und möchte sie jetzt auf Samen untersuchen. Dazu muss er die Proben sorgfältig auswaschen. Die Reste verteilt er auf Keimschalen. Da sich viele Pflanzensamen auf den ersten Blick kaum voneinander unterscheiden, muss er sie zum Keimen bringen. Frühestens nach etwa 3 Wochen kann er bestimmen, was dort wächst. Die Ergebnisse sind vielversprechend. Entlang des Bachs hat André Schwab mehr als 120 Arten entdeckt. Aber die Goldrute steht noch immer, weil bisher die ökologischen Flutungen nur schwach waren. Trotzdem beurteilt André Schwab das Renaturierungsprojekt positiv. Wir werden es nie schaffen, den Originalzustand eines so großen Auwalds wiederherzustellen. Dazu fehlt einfach das Wasser in der Donau. Aber in dem Bereich, in dem es beabsichtigt war, eben entlang dieses neuen Gewässers, sind sehr positive Tendenzen zu erkennen. Die Fischbiologen ziehen nach 3 Forschungsjahren eine erste Bilanz. Auch sie hatten sich längere und stärkere ökologische Flutungen erhofft. Generell vermissen sie im Auwaldgewässer vor allem die adulten, die ausgewachsenen Fische. Wir stellen halt fest, dass wir sehr, sehr viele kleine Fische haben. Und dass praktisch für die adulten Fische der Lebensraum im Moment noch nicht so zu funktionieren scheint, wie er das für die Kleinen tut. Weil da tut sich ja doch recht viel. Ob dieses Projekt wirklich ein Erfolg ist, zeigt sich wahrscheinlich erst in einigen Jahren. Aber die ersten Ergebnisse stimmen positiv. Alles in allem kann man zufrieden sein, weil, glaube ich, die Natur uns auch gezeigt hat, dass sie das, was wir ihr vorgegeben haben, das ganz gut angenommen hat. Und jetzt ist sie an der Reihe, praktisch mit dem, was wir vorgelegt haben, damit zu arbeiten und sich eigendynamisch selbst zu entwickeln. Ja, schon hammern. Heieiei. Das ist mein Ziel, ne? Im Juni 2013 ist dann übrigens ein echtes Hochwasser durch den Neuburger Auwald gerauscht. Das heißt, da hat dann Mutter Natur die Schleusen aufgemacht
und nicht der Mensch. Und wir können froh verkünden, die Tiere und Pflanzen dort, die waren durch die ökologischen Flutungen vorher tatsächlich besser darauf vorbereitet. Also sogar wenn man die Natur künstlich nie wieder erstellen kann, wie sie damals war, zeigen diese Projekte ermutigende Wirkungen. Zwar ist es teuer, aber immerhin, das bleibt billiger als die Schäden von riesigen Überschwemmungen. Klingt absolut logisch. Und wir müssen jetzt irgendwie wieder zurückkommen zu unserem Auto. Und ich fürchte, wir sind auf Hilfe angewiesen.